Servus beieinander. Wie ich es gestern schon in Twitter und Instagram angedeutet habe, jetzt hat ein kleines Video über das ACDC-Konzert gestern. Ich habe das große Glück gehabt, dass aber Spätzle von mir gesagt haben, sie fahren mit, weil allein war ich wahrscheinlich nicht aufgefahren und ich hätte es bereut, ich hätte es total bereut. Das Konzert an sich war der absolute Wahnsinn. Vor kurzem habe ich immer noch gesagt, Iron Maiden ist die geilste Liveband überhaupt. Seit gestern weiß ich, dass das nicht stimmt. Also, AC hat eine Show hingelegt, wie ich noch keine Vergleichbare gesehen habe bei irgendeinem Live-Konzert. Es war halt extrem viel Leute auf dem Gelände. Also, ich kenne ja das Zeppelinfeld vor Rock im Park und da ist normalerweise nie so viel los. Aber es waren ja auch um die 80.000 Leute da und das sind ja schon mehr als wie bei Rock im Park am ganzen Festival. Also von dem her ist es schon absoluter Oberwahnsinn, wie viel Leute das da auf dem dann doch wieder klein wirkenden Gelände sind. Die haben ein wahnsinnig geiles Intro gehabt mit dem Meteoriten, der wo durch den Weltraum fliegt. Und dann hat an der Rosie vorbeifliegt und am Rock'n'Roll Train und dann hat halt in Nürnberg quasi auf die Erde stürzt und das Ganze dann mit einem riesen Feuerwerk eingeleitet und danach direkt am Anfang Rocker Bust hinterher und dann eigentlich ein Programm mit Songs vom ersten Album bis zum letzten Album, quer durch die Bank durch, alles. Und da waren Klassiker dabei, wie Thunderstruck. Und TNT. Einfach der Wahnsinn. Eine wahnsinnige Lichtshow. Die Lichter ewig viel gewechselt. Von der Musik her alles super gespielt. Das Alter merkt man den Jungs einfach noch gar nicht an. Was ich ein bisschen überraschend gefunden habe, mir war das fast gar nicht aufgefallen, dass der Malcolm nicht dabei ist, weil der Ersatzmann, der schaut am Angus fast runtergerissen ähnlich aus. Also wenn ich das jetzt nicht gewusst hätte und man hätte mir gesagt, das ist der Malcolm Young, ich hätte es wahrscheinlich geglaubt, weil sie sich einfach so ähnlich schauen. Also wenn man den jetzt halt hinstellen darf, eine Schuluniform anziehen darf und die Haare ein bisschen länger wachsen lassen darf, kann man sagen, das ist ein jüngerer Klon vom Angus. Das Wetter war ja auch super, also es war nicht zu warm, es war nicht zu kalt. Kann man jetzt halt nicht behaupten, weil eigentlich wollte ich ja den Vlog draußen machen, aber da ist jetzt nichts draus geworden. Und dann hat halt die ganzen epischen Momente, wenn die Glocke runtergefahren wird bei Hell's Bells. Wenn sie die Kanonen abfeuern bei For Those About to Rock,
das ewig lange Gitarrensolo bei Let There Be Rock, das wo nach Let There Be Rock und zwischen und vor Highway to Hell gekommen ist, eigentlich einfach der absolute Wahnsinn. Leid, schaut es euch an. Haben sie die 100 Euro gelohnt? Fralle, YOLO, it's better to burn out than to fade away. Gott weiß, ob ich nochmal die Möglichkeit habe, ACDC live zu singen. Man hat ja gesehen, wie schnell das beim Malcolm gegangen ist, dass er nicht mehr springen kann. Das gleiche braucht bloß mit dem Angus passieren und dann war das wirklicherweise die letzte Tournee. Und ich habe die Chance zum Beispiel bei Pink Floyd schon versäumt, dass ich die nochmal live singen kann, weil die halt einfach seit Jahren keine Tournee mehr gemacht haben. Ich werde, wenn ich Pech habe, auch die Hunde mal live sehen können, weil die ja jetzt die letzte große Tournee machen wollen und bis jetzt immer noch keine Termine in Deutschland oder in der Nähe, wo man halt hinkommen kann, bestätigt haben. Und jetzt ist halt von den ganz großen Bands eigentlich bloß nur AC übrig geblieben, die wo ich noch nicht gesehen habe und die wo ich einfach nur mal sehen wollte. Und den Traum habe ich mir jetzt gestern erfüllt. Und falls ihr noch mal die Möglichkeit habt, also es sind ja gestern vor dem Konzert noch mal Karten verkauft worden, schaut's runter, wenn sie auch aus meiner Gegend kommt. Es gibt zwei Möglichkeiten in München, wo spielen. Es gibt da sind ja mehrere Termine in Deutschland, also ihr kennt euch ja was aussuchen. Wenn ihr die Gelegenheit habt und ihr merkt die Band, schaut es euch an. Fahrt sie, ihr bereut es nicht. Das ist ein Abend mit einer Show, das ist der Wahnsinn. Das kennt man von vielen anderen Bands gar nicht mehr so heutzutags. Und echt. Respekt an die Jungs, die haben jetzt in einem Alter, wo andere schon anfangen, dass sie sich auf Trendig freien, auf der Couch rumhocken die längste Zeit und ruhig werden und die fetzen dann über die Bühne, machen da Show und machen da Action. Wahnsinn. Also, wenn ich mal in dem Alter bin, ich mich hört auch nur so geil drauf sein als wie der Angus Young. Das ist der absolute Hammer. Zum zweiten Teil von dem Video. Ich habe es ja die Woche schon mal im Internet ein bisschen neu geschrieben, dass mein erster eigener Song fertig ist. Ich habe ja inspiriert von einem gewissen Weihnachtskonzert, wo ein paar Bekannte von mir jedes Jahr an die Weihnachtsfeiertage auf der Bühne stehen, in einer Lokalität in Ingolstadt. Der Hinweis muss genug sein, damit die wissen, wer gemeint ist. Angefangen. Alles, was ich im Kopf zum habe, was mit Songs zu tun hat, aufzuschreiben. Und es ist einmal an einem Abend dazu gekommen, dass ich ein Bild gesehen habe vom Wrestler, wie er einen Suplex, also einen einfachen Wurf über den Kopf mit die Twin Towers macht, also mit dem World Trade Center. Und in dem Augenblick habe ich mir eigentlich gedacht, also ich war an dem Tag nicht allzu gut drauf, und habe ich das Bild dann gesehen habe, gedacht, so lustig ist es eigentlich gar nicht. Hab das dann halt kommentiert, war einer von den ersten Kommentaren, ich glaube der zweite oder der dritte, hat dann drunter geschrieben, dass ich das Bild an sich eigentlich gar nicht einmal so lustig finde. Mal gesehen, wie viele Leute da damals gestorben sind. Und dann ist da ein Shitstorm ausgebrochen, da bin ich beleidigt worden und alles Mögliche. Dann war ich ja, irgendeiner hat auf meinem Profil gesehen, dass ich aus Deutschland komme, war ich sofort der Nazi und. Ja, es war eigentlich richtig krass. Und wie viel, dass dann halt da und was er dann halt ins Rollen gekommen ist. Es waren dann extrem viele da, die wo meine Aussage unterstützt haben und auch viele, die wo dann auch gesagt haben, ja, immer dieser übermäßige Patriotismus und alles Mögliche. Und ich denke mir, hey Leute, da haben Tausende und Abertausende an Leuten gestorben und an die Folgen von dem Anschlag nochmal genauso viel, wenn sogar noch mehrere. Und das Ganze, was ich damals im Kopf gehabt habe, das habe ich dann halt innerhalb von einer Viertelstunde ungefähr zusammengeschrieben in einen Song. Und sowas habe ich noch nie gehabt, dass mir ein Text eingefallen ist und den habe ich plain runtergeschrieben. Und jetzt habe ich mich lang ein bisschen drum gezogen mit dem Aufnehmer und alles. Eine Melodie habe ich schon im Kopf gehabt, aber ich war mit der noch nicht so ganz zufrieden.
Und jetzt habe ich letzte Woche mir einfach 2 Tage genommen, habe mich hingehockt, habe das Ganze überarbeitet, habe es dann auch aufgenommen und abgemischt und habe es bis jetzt eigentlich nur einem einzigen Spätzl hören lassen. Dem habe ich auch die erste Demo von der Melodie zugeschickt, der hat auch den Text als erster lesen dürfen. Bloß zum Schauen, ob das überhaupt so kommt. Jetzt geht es halt nur um den nächsten Schritt, ein Video zu machen, wofür ich wahrscheinlich das Wochenende noch die Zeit finde. Und dann kommt es dementsprechend auch entweder noch das Wochenende oder die nächsten Tage. Und ich bin dann mal echt gespannt, wie ihr da alle drauf reagiert auf den Song. Weil ich schon angedeutet vorher, es ist ein relativ ernstes Thema. Ich wünsche euch dann auf alle Fälle noch ein schönes Wochenende. Hoffentlich wäre das Wetter noch ein bisschen besser, weil mit dem Regen und dem Gewitter zwischendrin, das ist relativ nervig. Vor allem, weil ich ja heute für Let's Catch weiter drehen wollte. Was nächste Woche übrigens wieder sicher kommt. Letztes Wochenende hat es ja ausfallen müssen wegen allen möglichen. Ein bisschen krank, ein bisschen Stress wegen der Abschlussprüfung. Bin einfach nicht zum Filmen gekommen. Ja, bis dahin. Servus, schöne Zeit.